Moin Mann und willkommen zurück zu einer neuen Episode von Hybrid Wars! Yes! Und die Eskorte geht so, wie sie gehen soll. Moment mal, fliegt ihr denselben Weg zurück, den ihr gekommen ist? Oh Mann, ey. Wobei, der ursprüngliche Hubschrauber ja abgeschossen worden ist. Das heißt, das hier ist ein neuer Hubschrauber. Oh, Money. Ne, Energie. Ah! Superwaffe! Okay, auch das ist wieder so ein Ding, das nur da einschlägt, wo ich gerade bin. Okay. Das heißt, über den Feind bewegen und dann bomben. Ja, die Superwaffen auch ein bisschen mehr variabler machen können und ein bisschen mehr Erklärung reinbringen können. Ein Wächter! Ich vermute, das ist ein Dings. Ich hab nur noch Raketen. Energie. Jawohl, Superwaffe Einsatz. Drive the enemy garrison from the castle. Die feindliche Garnison vom Castle verteidigen bringen. Die feindlichen Flugabwehr unten zerstören? Was zum Geier? Netter Burghof. Oh, da ist ein Hubschrauber. Damit kann ich die Luftwaffe zerstören. Dann muss ich mir gar nicht den alten Hubschrauber von unten holen. Ich kann mir den neuen hier oben holen. Dann habe ich mehr Munition mit dem Ding. Aber das Navigieren im Castle ist ein bisschen störrisch. Ah, ein Spectre. Dieselbe Variante, die ich auch vorher schon hatte. Still und leise. Ich kann sogar getarnte Geschütztürme hinflanschen. Super, ein Wächter auch noch. Super. Ja, 7 und dann 6. Och nee, ne, du musst auch noch beim Hochsteigen so lahmarschig sein, du Schrotthaufen. Scheiß Wächter, verreck! Ersatzmaschinen. Oh, nice. Schwerwaffen-Tarhunter.
Dann muss ich erstmal die Eskorte da. Gut, auf die Entfernung kann ich schon die Geschütztürme holen. Sauber. Die Mobilität von dem Ding zahlt sich echt aus. Sag mal, ich will, dass du aussteigst. Oh, das 100 EP für das eine Ziel. Falls jemand noch mal angreifen sollte. Hold out until allies arrive. Defend the castle until the allies arrive. Repel the first attack. Let's get out of here. Die Geschütze machen schon den ganzen Job hier. Nicht genug Energie? Bam! Geschütze sind gut gegen Lufteinheiten. Nice. Sauber. Und gewonnen! So wie sie es auch gehört, ne? Ich siege die Verrecken. Aufrüstung, Hunter, das hat er sich richtig verdient. Ich glaube, die Punkte spare ich mir für den nochmal auf. Firebird. Feuer kann jetzt für die Hauptwaffe. Der Spectre, das lustige Vitol-Flugzeug. Verringert die Zeit zur Aktivierung des Tarnkappen-Modus. Geschwindigkeit im Tarnkappen-Modus plus 10. Also das ist mein. Der Spectre ist mein Rogue, mein stacheliger Rogue. Oh, für den Schild im Tarnmodus auf. Von der Rakete einfach ab, wenn der Rakete. Flieger zerstört wird. Naja, der ist also standardmäßig mit den Geschütztürmen ausgerüstet, scheinbar. Vielleicht hat er Variationen in den Geschütztürmen oder sowas, aber keine Ahnung. Schaltet die Superwaffe frei. Hat jemand eine verschiedene Ladung? Engere Verladung, Kompaktmagazine. Fünffacher Schaden beim ersten Schuss in Tarnkappen-Modus. Ja, das ist hier der Stealth-Rogue-Typi. Aber ich will erstmal Munition für die Geschütztürme haben, damit die besser werden. So, was hat denn eigentlich der Dragon hier? Beschleunigt ist so Geschwindigkeit, steigert sich bei gleichbleibender Bewegung automatisch, okay. Ein Maschinengewehr. Wieso hat ein Panzer ein Maschinengewehr als Hauptwaffe? Ich komme nicht drauf klar. Nächster Level.
Halten Sie den Panzerzug ab, die Kampfzone zu verlassen, okay. Zerstören Sie den Panzerzug um jeden Preis. Die Behörden des Staatsbundes versuchen, die Goldreserve an einen sicheren Ort zu bringen. Wenn wir sie aufhalten, treffen wir die Finanzierung der Kriegsanstrengungen des Staatenbundes an einer empfindlichen Stelle. Ja, wenn ich das Gold haben darf, danach danke. Also in echt, meine ich. Oh, scheiße, ist das Ding groß. Ich bin auch ein bisschen unlogisch gebaut mit diesen komischen Kondensator-Dingern, die da an den Seiten rausgeklappt sind. Das macht den zu viel zu breit. Lol, wie die gerade den einen Waggon, der über den Haufen gerannt sind, die Drohnen. Schön, dass sie an Fahrradwege denken. Buddy Drones. Von der Munition, ist klar. Und jetzt schießen sie noch mal Raketen auf mich. Danke. Boah. So. Sieht eigentlich ganz witzig aus, diese Dinger. Sie sehen aus wie die Spectres, die man an Titanfall kennt. Dann bloß nicht, das Ding ist ein stationäres Ziel. Schön, wenn ich der wie die. Ja, bestimmt auch noch Waffen, der Zug. Da möchte ich wetten für. Kann aber auch einen Panzerzug, ohne dass er bewaffnet ist. Und tschüss. Oh, leck mich! Waggons am Ende des Zuges abkuppeln. Die Raketenmenge alleine. Yo, 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 yo! Ja, autschen. Ich wusste, dass der Zug bewaffnet ist. Aber alter, krass, wie schwer bewaffnet der ist. Von Spectre. Hier wäre das wirklich wunderbar, wenn er dann diese 5-fach Schaden aus dem Tarnmodus hätte. Dafür müsste viel mehr XP haben mit dem Biest. Nicht einen Geschützturm auf die Schienen verteilen. Guck dir das mal an. Das sind Kanonen, Raketenwerfer, Max, Raketen,
Kanonenraketen. Was haben wir hier oben? Naja, okay. An das Helis mangelt es mir nicht. Also einfach das Biest. Die Strecke ist lang genug. Crap. Nein, nein, nein! Also ich darf nicht in der Nähe von dem Ding abschmieren. Was? Er ist in den Tunnel gefahren. Ja, wenn ihr mich fahren lassen würdet, dann könnte ich das sogar machen. Ich hoffe, der fährt auf dieser Insel nur im Kreis. Bei Renegade Ops muss man auch einen Zug zerstören. Und der fährt tatsächlich nur im Kreis. Ja, super. Da steht ein Mac rum. Ach, der hält in der nächsten Haltestelle. Reichlich weit weg. Jemand hat den Hubschrauber hier runtergeschubst. Energie wie für eine Superwaffe wäre nicht schlecht. Trefferpunkte. Abkommen vom Ende des Zuges. Wie kuppel ich den Waggon ab, bitteschön? Mehr Sekundärbewaffnung ist das natürlich viel besser. Ja, so viel zum Sekundär Sekundärbewaffnung. Leute, wieso machen die Max nichts mehr? Oh, 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 jetzt machen sie wieder was. Scheiß weg da! Was zum Geier beschießt mich denn da so krass? So eine Elektro-Fucking-Wumme. Klasse. Diese fetten Kanonen, die vorne drauf sitzen, hinter den Spectres, das müsste das sein, was mir so gerade Probleme gemacht hat mit dem Schaden. Nicht, dass ich hier nochmal vorbeifliegen würde, aber die Munition, da nehme ich gerne mit. Den Flusslauf. Nein, ich muss mir den fetten Mac holen. Raketen selber sind ja schon Nervtüten genug als Infanterist, aber. Die Kanonen, die da rechts drauf sitzen, die sind das Gefährliche.
machen wir noch? So, wie koppel ich das Ding denn jetzt hinten ab? Zum Thema Zug. Ist er erfüllt? Ha, mehr sterben hätte ich auch nicht dürfen, weil Leben waren alle. Man hat ja nur 3 Leben. Und wenn die weg sind, dann krieg ich andauernd. So, der Hunter hat ja nichts gemacht in dieser Mission. Der Spectre hat was gemacht. Der Peacemaker. Trefferpunkt. Du setzt das Gelände bei Landung in Brand, das ist natürlich auch nicht schlecht. Gut, dann würde ich erstmal sagen, danke, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und tüdelü.